Hi, oh meine Freunde, ich bin der GamePT hier und wir sind hier in der Transferphase. 9 Tage sind schon vergangen, wir haben mal so aussortiert. Jetzt haben wir gerade ein Angebot gekriegt von Man United für Thomas Kraft. 60 Millionen Euro wollen wir haben und sie zahlen nur 39. Das kann natürlich nicht so gehen. Wir wollen 54, haben wir das letzte Mal gesagt, dann gehen wir jetzt mal auf 52,5. Er ist der beste Torwart der Liga gewesen in den letzten 2 Jahren, deswegen muss da schon was kommen. Da muss jetzt ein Angebot kommen, was mich wirklich aus den Socken haut. Ansonsten kann das vergessen. Steve Mondanda, Bayern will ihn haben. 25 Millionen Euro, das ist eurer. 32 Jahre alt, 84er. Für 0 Euro gekommen, muss man sagen. Und übrigens an Bayern haben wir schon Rosita verliehen. Okay, sie wollen ihn nicht mehr. Iori haben wir auch verliehen. Nein. Ja, an Club Brügge oder sowas. Also nichts wirklich Besonderes. Und eben, wir wollen uns ein bisschen auf dem zentralen Mittelfeld verstärken. Stellt sich eben nur die Frage, womit verstärken wir uns? Ja, eben sowas wie Ilkay Gündogan. Wäre dann sowas, was ich eben so haben möchte. Aber dafür will ich erstmal Spieler verkaufen. Weil das ist irgendwie so meine Philosophie. Erst Spieler verkaufen, bevor man welche kauft. 22, komm. Komm, Bayern. Ist doch gut. Ansonsten, wenn sie jetzt nicht mehr entgegenkommen, dann nehmen wir es einfach an. Also mit 20 Millionen Euro können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Okay, sie haben es akzeptiert. Sehr gut. Wir haben ja Dingsbums geholt. Steve Mondanda, was die kommende Partie angeht. Die möchte er spielen. Ja. Nö. Kraft spielt. Und das Spiel simulieren wir natürlich. Ist ja nur Freundschaftsspiel. Was wir 4-0 gewinnen. Aubameyang trifft doppelt. Ibrahimovic trifft. Und Hummels trifft. Und Varane hat sich wehgetan. Hoffen wir mal nichts Ernstes. Ja, Mondanda sei halt enttäuscht. Einen Tag später haben wir ihn verkauft. John Flanagan. Yes. Aber da geht noch mehr. Komm. Kommt, Jungs, er ist 2,3 Millionen Euro wert. Also könnt ihr ja 2,5 zahlen. Ist ein fairer Deal. 22 Millionen Euro kriegen wir für Mondanda. Das ist wirklich ein nettes Sümmchen. Hier nehmen wir das an. Dann sind wir Flanagan auch los. Dann haben wir bald ordentlich Kohle, um die zu investieren. Wir sind ja eher so die Mannschaft, die ein bisschen später erst investiert. Ich habe lange nach dieser Mann, ist ja die Mannschaft, für mich hat so eine. Eben, das ist eben das Problem, was ich letzte Saison angesprochen habe. Es könnte sein, dass er die Karriere beendet, Ibrahimovic. Scheiße, jetzt können wir nicht mehr verkaufen. Eben, weil das haben wir geholt. Und das wollen wir hier noch machen. Wir wollen Eib verleihen, Rüdiger und Esil verleihen, Alan Lallana, Alaba, Lamela Flanagan, Aspas und Dragovic würde ich verkaufen, wenn Angebote passen. Deswegen, Varane muss jetzt auch spielen, obwohl er nicht ganz auf dem Damm ist, mir scheißegal. Und Ibrahimovic wird dann höchstwahrscheinlich Reservespieler. Oder eben Auswechselspieler. Oh, da spielen wir auch gerade. Ah ne, das ist nicht. Ich dachte schon. Das hat mich aufgeregt, Chef. Heul doch nicht rum. 2 Millionen Euro kriegen wir für Flanagan. Valencia auf Ribéry zu verpflichten. Alles klar. So, Espanyol, Barcelona. Machen wir auch noch fertig. Von wegen. Oh je. Meine Rolle im Verein. Ja, das ist eben das Problem beim Simulieren. Die Leute werden halt nicht eingesetzt. Und eben, wir schauen uns jetzt mal hier im Weltklasse-Bereich um. Was haben wir denn in der Stürmerposition zu kaufen? Lacazette ist viel zu teuer. Ist mir zu teuer. Artem Dzyuba, 28. Das ist aber nicht der Dzyuba,
den ich meine. Alcacer ist schon ein starker Spieler, aber der ist fast schon so überpowered. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Von Cavani läuft der Vertrag aus. Von Messi läuft der Vertrag aus. Zahl mal dieses Gehalt. Benzema. Lewandowski. Balotelli sollen wir ihn zurückholen? Ha, das wär's ja. Benteke spielt bei Barcelona, auch noch nicht gemerkt. Okay, Stürmer haben wir auf jeden Fall mal nix, was mich wirklich ansprechen würde. Aber hier eben schon eher 40 Millionen für einen Verratti hinlegen, beziehungsweise bis zu 60 Millionen ist schon, ja, mach das mal. Bojan, Rodriguez, unbezahlbar, De Bruyne, unbezahlbar, Ilkay Gündoğan wäre eben so einer, den ich mir holen würde. Für 20 Millionen? Warum nicht? Wobei, nee. Das Angebot müssen wir gleich nochmal überdenken. Da würde ich dann gerne einen Tausch machen. Dann werden wir auch gerade noch so die anderen los. Gareth Bale. Jetzt haben wir Bale wieder zurück in die Premier League holen. Das wäre ja was. Nein. Lukas. Ist aber auch relativ teuer. Gehen wir mal auf 13,5. 24 ist er erst. Fernandinho, da guckt euch das an. Er ist im 85er und sein Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Da könnten wir eventuell zuschlagen. Weil wenn wir ihn jetzt holen... Ach, 13 Millionen. Nummer 15. Ich glaube kaum, dass wir den für das Geld kriegen, aber naja. Man weiß ja nie. Ronaldo, sein Vertrag läuft auch raus. Stindl. Nee. Griezmann, whatever. Wieso ist das so teuer? Der ist niemals dieses Geld wert. Gehen wir mal auf 30. Auch wenn wir nicht unbedingt haben wollen. Ah, das ist schon krass. Neymar, sein Vertrag läuft auch aus. Isco. Ribéry. Valencia. Oh, jetzt rede ich schon was um hier. Robben. Den können wir vielleicht sogar haben, wenn wir dafür irgendwas als Tausch anbieten. Haben wir da irgendwas? Draxler oder so? Oh Mann. Hier. So und 20 Millionen Euro. Das wäre doch was. Werden sie wahrscheinlich eh nicht annehmen, aber man weiß ja nie. Felipe Anderson. Oh, der spielt ja schon bei Bayern. Groß. Wäre auch ein netter Mann. Weil eben, das will ich jetzt eben so machen, dass man die irgendwie durch Dingsbums, eben durch Spielertausch irgendwie kriegen könnte. Das wird aber schon schwer genug sein. Deswegen. Rakitic auch ein guter Typ. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir da irgendjemanden anbieten. Wie zum Beispiel ein Lallana. Machen wir mal das nur so, vielleicht klappt's ja. Wir wollen ja Lallana unbedingt loswerden. Piazon, ey, boah. 23. Und hat so einen Wert. Draxler und 10 Millionen.
ist doch was, Chelsea oder nicht? Götze, Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Ey, wieso laufen bei den allen denn die Verträge aus? Bei Philipp Lahm genauso. Aber nee. Nee, den können wir nicht holen. Schweinsteiger. Ja, 33 ist auch schon wieder so ein Alter. Da musst du dann schon wirklich überlegen, ob sich das dann noch lohnt. An den Verteidigern haben wir irgendwie gerade mal gar nichts. Alter, wie guckt denn der? Alter, 34 und spielt bei Hertha. 84. Was zur Hölle? Warum spielen so Leute bei Hertha? Ziele. Thibaut Courtois, 86er. Vertrag läuft auch aus. Also hätten wir genügend Gehalt zur Verfügung, könnten wir da ordentlich zuschlagen. Aber ja, das haben wir halt nicht. So, eben jetzt wollen wir nochmal. Gucken wir noch kurz in die Wunschliste hier rein. Was haben wir denn da alles drin? Nichts, was mich jetzt unbedingt anmachen würde. Doch hier, Halilovic. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Haben wir doch bestimmt auch was im Angebot. Hier. So, Alan. Nimm Alan. Er ist besser und... Tja. Also mit Tauschen sind wir auf jeden Fall sehr gut gefahren. Das letzte Mal. Dann geht es jetzt auch schon zu Stürmern. Da dürfte es eher schwieriger. Ich glaube kaum, dass wir einen neuen Stürmer holen. Ich weiß es nicht. Ah, Juan Cuadrado. Angebot kommt. Boah, 25 Millionen Euro. Da geht aber noch was, Jungs. 45. Mindestens. Okay, 10 Millionen Euro wollen sie extra. Chelsea hat akzeptiert. Draxler und 10 Millionen, sie akzeptieren es. Yay. Bei uns wird aber nur Rotationsspieler. Mal gucken, ob er es annimmt. Okay, Rakitic können wir vergessen. Griezmann, 44 Millionen Euro. Für Willian wollen sie noch 20. Lukas, 32. Dortmund haben sie komplett abgelehnt. Gut. Das wollen wir eh ändern. Hier wollten wir Thiago oder so anbieten. Nochmal Thiago hier rein. Und 10 Millionen Euro. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, bis dann.